Kommen wir nun zu diesem letzten Video der Saga Collection der Phase 1 von 2002. Und zwar handelt es sich hier um wenigere Figuren, obwohl es mehr erscheinen. Gab hier viele Figuren einfach von vorherigen Waves oder Kollektionen aufgetaucht waren, die einfach regepackt wurden. Und bevor ich noch mit den einzelnen Figuren beginne, möchte ich eben hier diese neu eingepackten auf neuer Karte Figuren sagen, die ich vorhin erwähnt hatte. Es waren hier 4 Stück, die einfach auf neuer Karte herauskamen, aber jetzt hat kein großartiges Revival erlebten. Und zwar handelt es sich hier einmal um Debo, der genauso herauskam eben wie früher schon in der Power of the Jedi Line, glaube ich. Ebenso wie Eeth Koth. Dieser etwas, in dieser einer Konfliktaktion. Die einzigen Unterschiede gab es bei diesen beiden. Da gab es Variationen. Einmal hier der Imperial Officer. Der hatte zum Teil ein leicht abgeändertes Gesicht bekommen, beziehungsweise andere Haarfarbe. Also hier sehen wir es. Das war gerade eben den ihr gesehen habt. Und hier etwas mehr, also blondere, also anderer Charakter, kann man sagen. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt habe. In der Hinsicht dann eben, ja. Und die zweite Figur eben hier, der Rebel Soldier, hat hier unten dunkle Haare. Und die andere Version, die habe ich nur irgendwo eingepackt, ich finde sie aber nicht. Also hier die dunklen Haare und hat hier ein wenig mehr so rötlichere Haare. Das Gesicht auch anders aussieht, weiß ich jetzt leider nicht. So, kommen wir zur ersten Figur. Und zwar handelt es sich hier um Watu, den Schrottplatzhändler von Mos Espa. Aber hier in dieser Ausführung als Episode 2 Figur. Da er nämlich diesen komischen Teller auf dem Kopf hat. Ja, also er kommt eigentlich hier hinten mit einem transparenten Stand, der unten eigentlich noch einen Teller in der Größe ungefähr haben sollte, aber der ist bei mir jetzt halt irgendwo in den Regalen verschwunden. Wahrscheinlich liegt er irgendwo bei den Stands, egal. Auf jeden Fall, ja, finde ich schön, dass es diese Figur gab. Ich weiß nicht warum, sie hat mir damals schon immer gefallen. Irgendwie ein lustiger Gnom, der Watu hier, der Toytorianer. Und schön finde ich auch hier diese Flügel, die hier, weil er im Film die ganze Zeit ja eigentlich geflogen war oder geschwoben, ja. Man sieht auch, dass man die Beine jetzt halt hier Flugposition sind, dass man ihn jetzt eigentlich gar nicht so richtig hinstellen kann. Er hält ein bisschen. Und eben das Gesicht mit dem komischen Hütchen auf. Ja, interessant wäre gewesen, wenn man da noch so ein paar kleine Fliegen herumgebaut hätte. Ja, wie dem auch sei, also erste Figur. Kommen wir als nächstes zu Lord Todd. Ein namodianischer Senator, der hier mit einer kleinen holographischen Darth Sidious Figur daherkommt. Wobei er eigentlich im Film gar nichts mit ihm zu tun hatte. Aber gut, dann kann man ihn einfach auf die Kommandozentrale des anderen stellen, der Namodianer. Kommen wir jetzt zu dieser kleinen Figur, die auch hier wieder transparent schön gestaltet ist. Sie war auch schon beigepackt bei Count Dooku.
wird aber ein bisschen feiner gearbeitet oder herausgestanzt. Kill them all. Na gut, Lord Dodd hier, wie gesagt, ein Senator, der im Film ja eigentlich nur im Senat auftrat, kommt hier mit einer Robe, sehr schön gestaltet, kann man das Oberteil auch abnehmen. Die Arme, die sind jetzt halt auch nur nach oben, nach unten beweglich. Etwas klebt hier. Ja, gut. Hüfte ist drehbar. Und ansonsten hat er hier noch eine Art Bischofsmütze auf, die abgenommen werden kann. Und darunter ein schön gestaltetes Alien-Gesicht eben. Ja, eine schöne Figur, um den Senator etwas zu vergrößern. Das nächste Doppelpack ist eigentlich eine Art doppeltes Repack, aber zusammengenommen eben eine neue Figur und mit der Unterschrift Episode 2 Tusken Rider wird halt eine neue Figur draus. Dazu beigepackt war wieder ein Massive, eine Art Schoßhündchen, welcher diesmal aber bei dem richtigen Charakter ist. Ja, zum Massive sei gesagt, es ist die gleiche oder die ähnliche Figur wie bereits beim Geonosian Warrior. Wir haben diese Bewegungspunkte hier am Maul nur. Das Zaumzeug ist mit einer wirkungsechten Kette hier versehen ist, hat hier wieder diesen Haltegriff. Ich habe hier gerade mal das andere. Und hier sieht so aus, als ob ihr nur ursprünglich zwei hatte und der vom Tusken Rider eben diese Dreierkombination, der beim Warrior eben diese mit den Zweien. Habe ich beim anderen Video leider den falschen benutzt, aber sie sehen sowieso deckungsgleich aus, also keine Unterschiede. Na gut, also man kann diese Handschlaufe natürlich dem mitgelieferten Tuskenräuber dann hier überziehen. Naja. Um so das Gassigehen eben zu ermöglichen. Ja, in Camp der Dusken hatten sie diese Tiere, allerdings ohne Leine, die liefen da frei rum. Und hier sehen wir einen Tusken Raider, das ist eigentlich auch nur ein Repaint oder Repack auch von Episode 1 Tusken Raider. Darum sieht er auch ein bisschen neu angemalt aus, bisschen dreckiger. Aber ansonsten war von den Bewegungen her gleich geblieben, und zwar hier diese Gewehrhaltung des Tusken Rider Sniper. Ja, ansonsten finde ich aber trotzdem vor die Masken schon damals schön gearbeitet. Und auch die Bandagen hier unten drunter. Ja. Und die letzte Figur der Reihe ist hier Klein Yoda, welcher eigentlich auch nur ein Repack ist und Repaint. Ein kleines Update hat er bekommen an Episode 1 Yoda, deswegen hat er auch hier seinen Jedi High Council Sessel dabei. Ja. Also diese Figur basiert eigentlich, ist basierend aus der allerersten Episode 1 Version, in der Yoda einfach noch eine Puppe gewesen war. Man hat ihn lediglich ein Magnet hier hineingeklippt und das Lichtschwert eben auch als Magnet, welches auch hier wieder auseinanderzunehmen ist. Eben, dass es eine Art Episode 2 Yoda ist, welcher aber in Episode 2 von Anfang an schon als computergeneriertes Modell ersetzt wurde, viel kleiner wirkte vom Kopf. Ja, also wie gesagt, nur neu angepinselt. Man sieht wirklich den Unterschied. Also hier die Yoda-Puppenfigur
aus dem Film ist hier deutlich erkennbar und sie ist auch, wie gesagt, größer. Der Stuhl wurde wieder mitgeliefert wie bei Episode 1 und Yoda konnte hier so gut hineingesetzt werden. Eigentlich eine überflüssige Figur, wenn man so will. Aber gut. Ich habe halt damals alles haben und haben wollen. Und zuletzt außer der Reihe zeige ich euch noch ein paar Klone. Und zwar sind es Bootleg-Figuren aus Hongkong, welche ich aber offiziell über den Händler damals meines Vertrauens erworben habe. Und ich meine, für eine Klonarmee zum Aufbauen als Troop Builder sind die wirklich klasse. Ja, also die kam auch 2002 heraus und jeweils in einem 5er Pack. Und ich finde sie trotzdem, also sie haben es in einer Bewegung versteift, was damals 2002 ja eigentlich nicht unüblich war bei den anderen Figuren. Sind schön angemalt, auch hier hinten mit dem Strickbelt. Und der Kopf ist drehbar. Sie haben einen abnehmbaren Blaster dabei, welcher zwar etwas größer wirkt. Die Arme sind beweglich. Ja, Kopf ist halt aufsteckbar, ist halt jetzt, ich finde da trotzdem, die bleichen nicht aus, wie die von Hasbro mit die Weichmacher. Ja, und wie gesagt, sie waren günstig damals und waren zu fünft in ein Pack. Und der zweite Trooper eben, der kommt sowieso in einer Position, die man so damals nicht machen konnte. Hier als Aufmarsch Klontrooper mit der Waffe oben angeschlagen, also das finde ich schon klasse. Ja, man merkt schon die Unterschiede, aber sie haben die gleiche Größe wie die anderen Klone. Und wenn man sie dann aufbaut, also ist schon was, hat schon was. Ja, wenn man diese, 5 dann hier aufgebaut hat, also hat schon was wirklich von einer Klonarmee. Und ebenso wie die Klone hier, die in dieser Armee-Aufmarsch-Szenerie kommen, also finde ich schon klasse. Vor allem die einen stehen gut, die haben sich jetzt weniger verbogen, die Waffen passen gut rein in die vorgeformten Hände. Ja, das wollte ich nur beiläufig mal erwähnen, dass es da auch noch was gab. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder.